Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 2 Dark Waters. Wir legen mal wieder, wie ihr seht, in Antigua an, wo wir uns jetzt nämlich einfach nur noch den Schatz von Garcia schnappen wollen. Vor allem aber das Amulett der Erde von Stahlbart innerhalb dieses Schatzes. So, ich würde sagen, Patty, komm mit. Gut. Und dann schauen wir mal ganz kurz, wo dieser Wasserfall nochmal war. Stahlbarts Artefakt, Garcias Schatz. Wir haben ja... Ah, okay. Ah, da ist der Wasserfall. Ich sehe schon. Okay, wir sollen hinter den Wasserfall. Ich sehe auch schon, wie wir das machen. Alles klar. Dann auf geht's. Und danach können wir uns dann auch endlich mal darum kümmern. Wenn wir dann alles geschafft haben, können wir uns dann auch um die anderen Sachen noch kümmern, die nicht ganz so wichtig sind. Weil wenn wir das Amulett der Erde haben, heißt das, uns kann es keiner mehr wegnehmen. Und das heißt, danach können wir uns dann daran machen, mal Captain Stahlbarts Schatz zu heben. Und danach eventuell dann sogar, den komischen Lufttempel auszuschalten. Wobei der Lufttempel eigentlich die größere Bedrohung ist. Aber ich glaube, wir haben jetzt so viel Zeit gelassen. Da haben wir auch noch ein bisschen Zeit, dass der Lufttempel noch ein bisschen abwartet. Haben wir eigentlich noch was auf Antigua zu erledigen? Ja, wir haben nur noch Insel der Toten, Sturminsel, Schatzinsel, Zerre. Wir haben echt fast alles erledigt. Wir müssen nur noch schnell den Schatz von Garcia heben. Ich denke, ich nutze dann zum Rückgehen auch wieder die Schnellreise. Ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich kein Freund von diesen Schnellreisen, aber jetzt bringt uns eh auch die Schnellreise nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Zu dem Wasserfall kommen wir von hier aus fast genauso schnell. Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin eigentlich kein großer Freund von diesen Schnellreisen. Weil es halt unlogisch ist, einfach so schnell irgendwo hinzukommen, aber... Ich meine, wenn wir dann zu oft den gleichen Weg nochmal laufen müssen, ist es ja auch langweilig, ne? Das ist dann auch nicht ganz so geil. So, wie kam er jetzt, wie müssen wir jetzt genau ein bisschen links halten dann, sobald wir im Dschungel sind. Dann müssten wir zu diesem Wasserfall kommen. Hier irgendwo muss das Ding sein. Zumindest laut Karte. Also wir sollen ja hinter den Wasserfall und wahrscheinlich ist dann da irgendwo das Tor. Da drüben ist der Wasserfall. Perfekt, und da ist auch der Aufgang. Ich weiß nicht, wo Patty ist, aber die wird wahrscheinlich gleich nachkommen. Die weiß ja auch, wo wir hin müssen. Von daher. Alles kein Ding. So, hier ist irgendwo dieser Aufgang, glaube ich. Ich hatte gerade einen Aufgang gesehen. Hier ist er doch. Perfekt. Ja, das geht jetzt relativ flott, weil, wie gesagt, wir haben es ja jetzt eigentlich nicht mit großen... bösen Mächten noch zu tun, denn es ist nur noch Garcia. Ach, guck mal, hier ist sogar noch eine Kiste. Ich habe auch noch das andere Amulett angelegt, merke ich gerade. Das könnte ich mal wieder wechseln. Naja. Lass uns mal nach der Höhle umsehen. Ja, okay, sorry, jetzt habe ich Patty abgeschnitten. Ich wusste ja nicht, dass die auf einmal wieder da ist. Und dann auch noch was sagt. So, Piratenanhänger. So, dann wird das wahrscheinlich hier die Höhle sein. Und irgendwo müssen wir dann das... Passwort eingeben, nachdem wir diesen Dunkeldürrer erledigt haben. Ah, den großen Wasserfall gefunden. Ja, okay. Da vorne ist noch so ein Dunkeldürrer. Eigentlich könnte ich ja mal Garcia, Corrientes Flinte ausprobieren, aber habe ich gerade keinen Bock drauf. Ich spare ein bisschen Munition, wobei wir eigentlich genug haben, denke ich. Noch über 200. Ach, come on. Geht doch. Und wir finden wieder mal nichts Interessantes. So, ah, da vorne ist dann wahrscheinlich dieses Gitter, wo wir unser Passwort ansagen müssen. Hm, in diesem Gitter sind Buchstaben eingeritzt. Sprich das Losungswort und der Weg wird frei. Ja, ja, auch wenn das etwas unlogisch ist, meiner Meinung nach, aber von mir aus. Mal sehen. So, Losungswort, Sesam, öffne dich, Tetria, natürlich wieder Tetria. Das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nichts gegen diese Gothic-Anspielungen, aber wenn sie das immer wieder den gleichen Witz bringen, wird es auch irgendwie langweilig, ganz ehrlich. Garcia ist der Größte. Da-dam. Wow, kommt der denn her? Gut, Paddy. Oh, dann probieren wir jetzt mal die große Corrientes-Flinte aus. Das geht ja gut los. Das Schöne ist, die hat wieder ein Bajonett vorne dran. Das heißt, wir können uns die Viecher vom Hals halten. Ja, vor allem legt sich niemand mit mir an. Ich glaube, das ist das größere Problem von diesen Dunkeldürrern gewesen.
Das ist halt der Vorteil, mit dem anderen Ding konnten wir uns die Viecher halt nicht vom Hals halten. Das war ein bisschen kacke, weil es kein Bajonett hatte. Aber jetzt haben wir ja wieder eins. Sieht generell auch geiler aus bei Musketen, finde ich. So ein Bajonett hat auf jeden Fall was. So, Pokupilz, ein weiter. Ach komm, wir essen mal was. So, wo ist denn jetzt der große Schatz hier? Macht eine Höhle, macht einen Eingang und dann kommt hier gar kein Schatz, oder was? Ah, da vorne. Wow, was war das denn? Ach, kam das auf einmal hinter mir raus, das war das Problem. Bam, bam, bam. Bin ich irgendwie zu langsam gerade. Patty, mach mal was. Danke. Zack. Geht eigentlich auch ganz gut von der Hand inzwischen. Bloß wir kriegen immer noch so viel Schaden, finde ich. Fällt mir irgendwie nicht. So. Pokal, Gold. Und noch ein Pokopilz. So, das ist dann Garcias Schatz, oder was? Denke ich mal, wir haben ja ansonsten keine Schatzkarte mehr für Antigua. Muss ja seiner sein. Ein anderer ist ja gar nicht mehr möglich. So. Na dann, heb mal raus das gute Stück. Und hepp. Wollen wir doch mal sehen. Garcias Schatz. So. Wie auch immer Stahlbart das hingekriegt hat, das Ding da reinzuschmuggeln. Da, das Amulett der Erde. Ein mächtiges, uraltes Bann-Amulett. Ich brauchte es im Kampf gegen Mara. gut, dass er es jetzt schon so sagt. Perfekt, damit haben wir das Artefakt. Ich guck bloß noch, was hier noch so rumliegt. Da ist noch eine Kiste nämlich. Die will ich natürlich nicht hier einfach liegen lassen. Da hat mich meine Intuition nicht verlassen. Es ist trotzdem nichts Interessantes drin. So, Patty, ja. Ich habe das Amulett der Erde. Sehr gut. Damit hätten wir dann ein weiteres Titanenartefakt. Ich hoffe, die nutzen uns auch was. Hey, Mara ist ein bösartiges Weibsbild. Die wird dich doch nicht aufhalten. Nicht solange du auf mich aufpasst. Lass den Blödsinn. Wir haben noch viel zu tun. Ja, so sehe ich das auch. Aber... Ich habe jetzt alle Titanen-Artefakte. Dann wird es jetzt Zeit, dass wir Mara finden. Am besten redest du mal mit Admiral Alvarez. Er weiß bestimmt, was zu tun ist. Ja, aber mit Admiral Alvarez, das machen wir wie gesagt jetzt noch nicht. Denn jetzt würde ich sagen, nachdem wir jetzt erstmal alle Titanen-Artefakte haben, kümmern wir uns erstmal um die anderen Sachen, die noch anstehen. So, dafür machen wir uns mal wirklich jetzt ganz schnell zum Schiff zurück, weil das wäre ja relativ langweilig, das jetzt nochmal zu machen. Und... Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit Stahlbarts Schatz selbst. Ah, da ist jetzt auch Bones auf unserem Schiff, seht ihr mal. Hey Bones, na, wie geht's dir so? Schönes Schiff. Danke. Wäre schade drum, wenn Mara es in seine Einzelteile zerlegt. Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich schade. Dann passen wir besser auf, dass Mara uns nicht erwischt. Sie wird jeden unserer Züge schon im Voraus erkennen. Mit der Einstellung können wir ja gleich einpacken. So wichtig bin ich nicht, dass meine Einstellung ins Gewicht fallen würde. Ach, mein Gott, jetzt mecker doch nicht so. Wir schaffen das schon. Wenn nicht, werden wir es bald erfahren. Darüber reden wir noch. Später. Ei. So, jetzt wollen wir uns dann erstmal um Harlock kümmern. Hast du was zu sagen? Tantan. Jaffa, du Tantan. Du bedankst dich bei mir? Wofür? Du hast mich auf deine große Reise mitgenommen. Und nun fühle ich, dass ich bald am Ziel meiner Reise sein werde. Du meinst, du hast deinen wertvollen Gegenstand, dein Aurikulki, gefunden? Ich habe es noch nicht. Aber ich weiß, dass es bald soweit ist. Interessant. Sag mir Bescheid, wenn du es gefunden hast, ja? Jip, Jip, du bist mein Matar. Du wirst es als Erster erfahren. Natürlich, gut. Nett, dann ist der ja auch bald am Ende seiner großen Reise. So, Harlock, 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 Harlock. Wir haben ein bisschen zu reden, mein Freund. Ich habe Stahlbarts verlorene Tagebuchseiten. Na, das klingt doch schon viel besser. Ich konnte allerdings nur drei Hinweise finden. Eine Tagebuchseite fehlt. Tatsächlich? Ich weiß nichts von einem vierten Hinweis. Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Okay. Ja, ich habe meinen Teil erfüllt. Sonst gehst du über die Planke. Also ich habe meinen Teil erfüllt. Was ist mit dir? Ich habe den Weg zur Schatzinsel noch im Kopf. Ich zeige euch den Weg und auf der Überfahrt werde ich mir die Hinweise einmal ansehen. Wenn wir angekommen sind, bin ich wieder ein freier Mann. Einverstanden.
Habe ich jetzt das bekommen, das Tagebuch, was ich gerne auch mal lesen würde? Von Stahlbart, hatten wir das schon bekommen vielleicht sogar? Übrigens, na, Tag 2, 3, 4. Nö, er hat uns das Ding immer noch nicht gegeben, der Wichser. So ein Arschloch. Na, dann versuch mal dein Glück. Wahrscheinlich steht da nur drin, wie man zur Schatzinsel kommt oder keine Ahnung, wer weiß. Vielleicht sagt das uns dann. Na gut, sagen wir erstmal Patty Bescheid. Hat Venturo noch was zu sagen? Nö. Dann sagen wir erstmal kurz Patty Bescheid, dass wir wissen, wo die Schatzinsel ist. Oh, okay. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Dann auf, wo ist sie denn? Da unten. Sturminsel, Schatzinsel. Na, da bin ich ja jetzt gespannt, dass wir bald eventuell Stahlbarts Schatz schon in unseren Händen halten. Geht doch flott hier. Flotti, flotti. Wir verlassen mal wieder Antigua, wo wir aber schon bald hin zurückkehren, denn wir müssen ja dann mit Admiral Alvarez reden, aber vorher geht es zur Schatzinsel, um endlich jetzt Stahlbarts großen Schatz zu finden. Da bin ich ja jetzt schon gespannt. Ich meine, den suchen wir ja prinzipiell seit Faranga, wenn man so will, ne? So, Patty, da wären wir. Die Schatzinsel, wo Stahlbart seinen Schatz angeblich vergraben haben soll. Ich muss mir die Hinweise nochmal schnell ansehen, bevor ich darauf renne, weil da stand auf jeden Fall was von Fallen, wenn ich mich recht entsinne. So, ich glaube, das mache ich mal gleich. Sicher ist sicher. Nur mal kurz nochmal drüber gucken. Tagebuch Seite 2. Der Schlund der Erde ist tödlich. Nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen, okay? Zum Schlüssel. Am Totenfall nach Süden, an der Zwillingspalme nach Norden, am Grab nach Norden. Vom Schlüssel zum Glück, okay. Ich glaube, nur der Inhalt eines Grabes ist... Ich glaube, das ist dann wichtig, wenn wir... Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir dann zu den Punkten kommen. Da sind wir endlich. Das ist das Abenteuer, von dem ich immer geträumt habe. Hoffentlich wirst du nicht enttäuscht. Wenn der Schatz noch hier ist, dann werde ich schon finden, was ich will. Und was genau soll das sein? Ich meine, wir machen diesen ganzen Aufwand doch nicht etwa wegen einer Handvoll Gold, oder? Das Gold kannst du behalten. Ich bin auf der Suche nach einigen Erinnerungsstücken meiner Familie. Insbesondere meiner Mutter. Okay. Noch ein Stabat. Nein, Patty hat keine Mutter. So? Erzähl mir mehr über deine Mutter. Sie war eine Schönheit. Mein Vater hatte sie vor langer Zeit auf dem Festland bei einem Hafenfest kennengelernt. Aber auf seine Kaperfahrten hat er sie nie mitgenommen. Die meisten Seeräuber glauben, dass Frauen an Bord Pech bringen. Okay, ich meine... ich wollte gerade sagen, das merke ich schon. Und was ist aus ihr geworden? Ich bin nicht ganz sicher, aber über diese alten Geschichten können wir uns auch ein anderes Mal unterhalten. Jetzt gehen wir erstmal auf Schatzsuche. Alles klar, dann... Komm mit. Ei! Dann gucken wir uns erstmal den guten Harlock in unserem kleinen Kabuff da unten an und schauen mal, ob der uns noch was zu sagen hat. Hey, Hawkins. Du kochst fleißig. So, Harlock. Siehst du, ich hab mein Wort gehalten. Sieht so aus, als wären wir jetzt quitt. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ich erwarte nicht, dass du mir traust. Geh schon, such deinen Schatz. Na gut, okay. Es fehlt aber scheinbar immer noch eine Tagebuchseite. Naja gut, vielleicht finden wir die auf dieser Insel selbst. Dann mal rüber. So. Haben wir denn da? Am besten, wir gehen Schritt für Schritt vor. Guck doch mal, ob du einen Weg ins Innere der Insel findest. Wenn wir nicht weiterkommen, helfen uns bestimmt die Tagebuchseiten meines Vaters irgendwie. Na, hoffentlich. Hier sind Sandteufel, warum? Na gut, hier war Stahlbart. Zack. Ach Mann, ich wollte die hier. Und komm schon, danke. Das war Nummer 1. Hau sie um, Patty, hau sie um. Ach, komm on. Geht doch. So, ins Innere der Insel. Alles klar, das kriege ich hin. Da haben wir auf jeden Fall noch einen Sandteufel. Den nehmen wir mit. Mehrere Sandteufel, war ja irgendwie klar. Die kommen nie alleine. Da fehlt das Anvisieren. So. Leuchtkugel. Noch eine Leuchtkugel. Und noch eine Leuchtkugel. Und noch eine Leuchtkugel. Das brauchen wir alles überhaupt nicht, dieses Zeug. Das ist so schlimm. So viel unnützes Zeug, was wir hier haben. Wow. Die gehen ja jetzt richtig easy von der Hand inzwischen. Ist ja richtig traurig fast schon. Oh, guck mal. Ein Versunkener ist ja auch.
Warum? Was hat Mara? Gut, ich meine, wie gesagt, Stahlbart kam hierher. Vielleicht hatte sie gehofft, ihn irgendwann zu erledigen. Komm, greif doch mal an. Ich wollte schon sagen, warum macht er das nicht? Okay, das sind mir echt zu viele. Sollte es nicht springen. Kommt schon her, ihr blöden Mistviecher. Ich mache erstmal hier ein paar fertig. Komm schon. Schuss, Schuss. Perfekt. So, den letzten holen wir uns so. Ja, ich bin schon dabei, Freundin hier. Bumm, fertig. So macht man das. So, wir suchen einen Weg ins Innere der Insel. Die haben aber auch immer 5 Gold dabei, ne? Aber auch wirklich jedes Mal. Warum haben die immer genau 5 Gold dabei? Ich weiß es nicht. So, noch eine Axt. Da hinten habe ich eine Truhe gesehen. Die hole ich mir natürlich sofort. Aber da scheint es auch nicht weiter ins Innere der Insel zu gehen. Ach, ich wollte schon sagen, was will denn Patty? Ich laufe so schnell, dass die Versunkenen mich nicht mal angreifen können. So, jetzt aber Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Meine Kiste. Es wird wahrscheinlich aber nicht Stahlbarts Schatz sein. Es wäre doch sehr seltsam. Okay, dann halt so von mir aus. Pistole, Mensch. Habe ich ja alles noch nie gesehen, das Zeug. Noch nie in meinem Leben. So, aber wo geht's denn jetzt hier ins Innere? Kann doch nicht so schwer sein, oder? Da, ist das ein Weg? Keine Ahnung. Wo kam gerade das Wasser her? Überflutung. Ah, hier geht's rein. Okay, hier müssen wir lang. Perfekt. Perfekte Sache. So, was haben wir denn hier? Warte mal. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sieh dir mal diese Knochen an. Was zur Hölle ist hier passiert? Psst. Hast du das auch gehört? Was? Es kommt aus dem Fels. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Lass uns lieber abhauen. Zu spät. Oh, what the? Gorillas? Was hat denn Stahlbart da gemacht? Wie kam der denn an so viele Gorillas, ey? Affenfalle. Wie hat er das gemacht? Ganz blöd gefragt. Aber okay, von mir aus. Irgendwie wird er schon seine Tricks haben. So. So, aber ein paar Affen scheinen hier noch rumzurennen. Und die Frage ist auch, wie wir hier weiterkommen, um ehrlich zu sein. Aber erstmal kümmern wir uns um die Affen. Nicht, dass die uns dann noch in den Rücken fallen. So, wo sind weitere Affen? Irgendwo sollen hier noch Affen sein, die uns nicht angegriffen haben. Zum Glück, 3 Affen reichten ja auch erstmal. Hier, du Freundchen, Affe. Bam. 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 Oh, der wehrt sich ja gar nicht. Warum wehrt er sich nicht? Na gut, mir soll's recht sein. So, da hatten wir noch einen Schwertdorn, den nehme ich dann auch gleich mit. Ach, come on. Kann doch nicht so schwer sein, danke. Diamant immerhin. Wow, so war der Schwertdorn. Den müssen wir dann auf jeden Fall noch essen und wir müssen den letzten Affen noch finden. Finde ich ein bisschen doof, dass die Affen uns nicht direkt selbst angreifen. Dass wir erstmal die Affen jetzt noch suchen müssen. Ich meine, die Affen sollten ja eine Falle darstellen, so hatte ich das verstanden. Warum müssen wir die Affen dann jetzt suchen? Aber na gut. So, komm her. Wir machen einen Schaden an den Viechern. Geh mir nicht so auf den Sack, Junge. Ich kann auch nicht rollen gerade. So, geht doch. Blöde Affen. Affen. Bum, bum. So, die Affen wären tot. Die können uns nicht mehr angreifen. Das heißt, wir gucken uns jetzt ein bisschen weiter um. Die haben ja schon eine ganze Menge Leute erwischt, die Affen. So, da ist ein Hebel. Mensch, das kommt mir ja bekannt vor. Und ein Tagebuch. Oh, das ist das... Du hast das Tagebuch meines Vaters gefunden. Ja, was bedeutet, dass Harlock schon mal hier war? Ich wusste doch, dass man dem Sack nicht trauen kann. Er wusste von dieser ersten Falle und hat kein Sterbenswörtchen gesagt. Er hat vielleicht gehofft, dass wir hier nicht lebend rauskommen. Was machen wir jetzt? Ein ziemlicher Wichser auf jeden Fall, ich würde sagen. Knüpfen wir uns Harlock vor. Vielleicht weiß der noch mehr. Dann müssen wir zurück zum Schiff. Ich folge dir. Vielleicht. Das war eine Falle meines Vaters. Was denn, die Affen? Ja, das passt zu ihm. Na, dann wissen wir jetzt wenigstens, wovor die Tagebuchseite aus Nesias Grab uns gewarnt hätte. Ich frag mich allerdings, welchen Hinweis Stahlbart hierfür hinterlassen hat. Auf jeden Fall, Harlock war also hier, wusste von der Falle und hat uns reinrennen lassen. Das müssen wir auf jeden Fall klären, vor allem, weil ich wissen will, ob der Typ noch mehr weiß.
als er uns gesagt hat, Stahlbarts Tagebuch. Tagebuch von Kapitän, deswegen konnte es uns auch nie geben, ne? Gregorius Emanuel Stahlbart. Auch die längste Reise hat einmal ein Ende. So habe ich schlussendlich meinen Schatz auf einer kleinen Insel im Süden hinterlassen, die mir unentdeckt schien. Breitengrad 32 Nord, Längengrad 64 West. Ist die Erkenntnis meiner größten Kaperfahrt, dass kein Gold ein gutes Talent wert ist? Nicht zuletzt meiner Tochter Patty, die ihrer Mutter so ähnlich ist, mögen dir meine Fehler erspart bleiben. Ach, er hat wahrscheinlich irgendwie sowas gemerkt wie, dass Gold nicht alles ist im Leben und, ja, gut, sowas kennen wir ja schon. Moral, Moral, Moral. So, jetzt erstmal genug von Moral, jetzt kümmern wir uns erstmal um den blöden Harlock. Scheiß Typ. Er kann sich auch was gefasst machen, der Wichser. Aber sowas von, zum Glück sind wir noch nicht so weit gelaufen. Das war auf jeden Fall ganz gut. So. Harlock, mein Freund. So, jetzt knöpfen wir uns den Mistkerl von einem Koch vor. Ach so, ich wollte schon sagen, was meinst du mit Koch? Komm mit. Gut. Meinst du unseren Hawkins? Wahrscheinlich nicht. Sondern meint Harlock, der war ja auch mal Koch. So, natürlich ist er weg, was hätte ich auch erwartet. Dementsprechend auch die Frage. Was meinst du? Wo könnte Harlock hingegangen sein? Er ist bestimmt nicht durch die Schlucht gelaufen. Dann hätten wir ihn gesehen. Lass uns am besten mal den Strand entlang gehen. Alles klar, dann schauen wir uns mal am Strand um. Der Wichser entkommt schon nicht. Keine Sorge, den kriege ich schon, den kleinen Mistkerl. Meine Crew ist aber auch ein bisschen unbeteiligt, oder? Der Typ macht sich einfach vom Acker und das juckt ihn nicht. Ja gut, warum sollte es, ne? Warum sollte es? Hey, eine weitere Riesenkrabbe. Hier drüben waren wir auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht ist er ja hier. Mist, komm schon, danke. Zack, 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 zack. So. Ah, da ist er ja, am Lagerfeuer. Hat sich's hier schon sehr gemütlich gemacht, der kleine Wichser. Hey, Harlock. Du schon wieder. Es ist keine gute Idee, hier aufzukreuzen. Ja, ich glaube, es ist keine gute Idee, dass du jetzt mir vor mir aufkreuzt. Guck mal, der hat sogar schon Fisch gefangen, ey. Es war keine gute Idee, uns die Falle zu verschweigen. Ach das, ist mir wohl entfallen. Obwohl ich gehofft hatte, dass du in der Wildnis verschwindest. Aber manchmal kommt es eben anders. Also, was jetzt? Nun, einfach verrotten lassen. Ich würde sagen, sieh mal, ein Vögelchen. Ich konnte Harlock schon damals nicht ausstehen. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wie auch immer, ich bin froh, dass er uns keinen Ärger mehr macht. Gut, sehe ich auch so. Vielleicht hat er auch noch was Interessantes dabei. Eine doppelläufige, scheinbar nichts Interessantes. Nö. Ich dachte, er hätte vielleicht noch die andere Tagebuchseite, die uns noch gefehlt hat. Das hätte irgendwie gepasst, aber scheinbar nicht. So, einmal Diebesamulett. Ganz ruhig. Übrigens mal so eine Sache zu diesem Schlösserknacken-Minispiel, was man hier immer machen muss. Damals, als Resident 2 rausgekommen ist, war das ja so ein ganz großer Kritikpunkt, also ich will es nicht mal Kritikpunkt nennen, dass man jetzt so ein komisches Schlösserknacken-Minispiel hier hat, was ja, was total bescheuert war. Warum hat Piranha Bytes nicht das ganze alte genommen? An der Stelle muss ich mal sagen, ich verstehe nicht, was die Leute jetzt so an diesem Schlösserknacken-Minispiel so schlimm an diesem Schlösserknacken-Minispiel finden. Mal ganz ehrlich, es ist prinzipiell das gleiche Prinzip wie vorher. Man muss den Anfang zwar finden, aber dann hat man die Möglichkeit, entweder man geht nach rechts oder nach links. Macht man es falsch, muss man wieder von vorne anfangen. Der einzige Unterschied ist, dass man jetzt halt ein neues Fenster hat. Aber es ist halt wirklich, daran habe ich immer so gemerkt, dass die Leute teilweise Risen 2 einfach nur fertig machen wollen, weil es ihnen insgesamt nicht so gefallen hat, weil ihnen das Setting nicht gefallen hat, und dann findet man eben auch mal so eine Kritikpunkte, die eigentlich gar keine sind, weil in den Spielen davor hat es ihnen noch gefallen, in dem Spiel gefällt es ihnen auf einmal nicht mehr. Aber gut, das ist halt nur so eine Sache, die ich jetzt nebenbei mal erwähnen wollte. Wir haben jetzt Harlock eliminiert und ja, wollen uns jetzt auf die Suche nach Stahlbarts Schatz machen. Aber ich würde sagen, wie wir den auf dieser Insel versuchen zu finden, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Risen 2 Dark Waters. Bis dahin, ciao.